Und ein herzliches Willkommen zurück bei Nier Automata mit von Löhr Gameplays als Hobby. Wir sind wieder zurück in dieser alten Fabrikanlage, also vom ersten und zweiten Teil so gesehen, um nach irgendwelchen Teilen von einer 11D oder sowas zu suchen. Mal schauen, ob wir die noch irgendwo finden. Bis jetzt finden wir aber alle anderen möglichen Sachen, die wir vorher wohl noch nicht gefunden hatten. Wie kommen wir denn da rüber? Gar nicht, wie sah sie? Warum sind hier so viele Gegner? Defekter Schlüssel, gibt's auch mal Schlüssel, die ganz sind? Okay, mehr gibt's noch nicht zum Einsammeln. Wo ist eine andere schon wieder? Wow. Also die waren am Anfang noch nicht. Ich wusste doch, man kann hier. Cool. Kann ich öffnen. Eine große Erholung. So, hier war man noch nirgends. Oh, was ist das denn? Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Aber wir haben hier so gesehen gerade eine Abkürzung geschaffen. Ja, Abkürzung. Aber die wollen wir jetzt natürlich erstmal nicht nehmen, weil wir wollen jetzt erstmal wissen, wo wir noch rüber hin können. Interessant. Na, jetzt geht's hier natürlich wieder hoch, weil wir hier die Leiter jetzt runtergedrückt haben. Yeah.
Irgendwie kann mein Gerät nicht mehr so gut schießen. Es macht richtige Streuschüsse statt irgendwie Kerzen geradeaus. So, jetzt müssen wir hier auch so mal ein bisschen drauf achten, wo man vielleicht noch hin kann. Also mit noch hin können meinte ich jetzt zum Beispiel wie eben gerade diese Abkürzung. Okay, von hier kann ich aber wahrscheinlich nirgends hin. Nope. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen husten. Ach. Keine Ahnung, was gerade los ist, warum ich husten muss. Ach, guck mal, jetzt gibt es auch hier etwas. Naturkautschuk. Und eine Truhe ist mittlerweile hier. Defekte Schraube und sowas, alles okay.確認。夜は B型。捜索中の11Bの機体。こんな所に落ちていたのか。11B。ブラックボックス信号は。確認できず。ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう。推奨。使用可能な武器を回収。また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。 Na dann. FBs Fluchtplan. Verstrichene Zeit 2 Minuten 13. Deaktivierung abgeschlossen. Die Überprüfung meines Körpers weist verschiedene Fehler auf. Die Kommunikationsfunktionen sind zerstört. Ich kann weder mein Team noch den Bunker kontaktieren. Ich werde einen Entwurf dieser Nachricht als Protokoll zurücklassen. Verstrichene Zeit 10 Minuten. Ich überprüfe meinen Plan noch einmal. Ich nutze meine angebliche Zerstörung in diesem Einsatz als Tarnung und trenne jegliche Kommunikation. Ich gehe da unterhalb der verlassenen Fabrik durch und fliehe. Nach weiterer Analyse stelle ich fest, dass ich mit meiner Flugeinheit vom Flugabwehrfeuer getroffen wurde, wodurch mein Körper Schaden erlitten hat. Doch kein Problem, er kann repariert werden. 15 Minuten verstrichen. Mir ist kalt. Meine sensorischen Systeme scheinen zu versagen. Verstrichen Zeit 33 Minuten. Bildfehler bedecken meine Sicht. Es treten häufig Viruswarnungen auf. Es ist nicht sicher, ob ich infiziert bin oder das System fehlerhaft ist. 9 Sekunden später. Die Reparatur gehen langsam voran. Vielleicht, weil ich durcheinander bin. Verfolger werden kommen, wenn ich mich nicht bald auf den Weg mache. War meine Flucht ein Fehler? Nochmal 10 Sekunden später. Ich habe Angst. Ich will zurück zum Bunker, aber ich kann meine Kommunikation nicht wiederherstellen. Nochmal ja... 4,5 Minuten später. So kann das nicht weitergehen. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss weg. Die Jora-Schwadronen hatten Unrecht. Ich muss an einen sicheren Ort. Ich habe Angst. Nochmal 7 Minuten Schmerzen. Sie tun weh. Hilfe, warum aufhören? Wer bin ich? Falsch, falsch, falsch. Ich muss weg. Okay. Das so Kekak. Okay. Vielleicht durch dieses Fehlverhalten. Vielleicht hat sie irgendetwas angestellt durch ihren Tod mit dem Maschinen. Wie eine Art als Virus irgendwie weitergegeben, dass die Maschinen plötzlich so durchdrehen wie in der Wüste. Kann ja sein. So, ganzen Weg wieder zurück. Na gut, fast den ganzen Weg.
Hier haben wir jetzt immerhin eine kleine Abkürzung. Eine von wahrscheinlich mehreren. Aber noch nicht entdeckt. Halt, warte mal, meine Markierung ist immer noch da. Achso, die ist ganz woanders. Okay. Da war unten, waren wir doch eigentlich schon. Was ist hiermit? Irgendwo da hinten oder unten, wie auch immer. Aber hier nach links geht es nirgends. Nee, da nach links kommen wir nirgendwo hin. Komische Sache. Dann kann ich diese Dinge eigentlich aufmachen. Guck an, hier geht's sogar weiter. Autsch. Ich muss hier weg. Brauch Heilung. Was sind wir denn hier? Oh, mit Tür. Oh. Wieder ein Androidenkörper. Fundrate plus 2. Wo geht's hier hin? Ah, okay. Wieder eine kleine Abkürzung. Die kleine Abkürzung, die ich vorhin gesucht hatte. Warum auch immer ich diese Abkürzung noch nicht gefunden hatte. Wenn man auf die Karte geguckt hätte, war die eigentlich total simpel zu finden. Ja. Ups. Hätte einfach nur nach der Karte gehen müssen, sehen können, dass es da noch weitergeht. Diese blöde Tür, die kriege ich aber auch noch nicht auf. Eieiei, wieso mache ich das alles? So, bin ich jetzt da, wo hier noch so ein Fleck ist.
Wo bin ich? Da, nee, ist woanders. Hä? War hier bei diesem zweiten Ding nicht noch so ein Punkt? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Komische Sache. Also ich persönlich verstehe es jetzt gerade nicht. Vielleicht geht es auf der anderen Seite auch nochmal runter. Nee. Da oben drauf geht es auch nicht. Komisch, wie ich da auf die andere Seite komme, habe ich keine Ahnung. Zumindest noch nicht. Schade, dass man mit den Art Transport mit diesen Dingern nicht einfach irgendwie hin und her reisen kann. Oh. Da oben können wir rein. Aber ich glaube, wir müssen sowieso mal wieder zurück in, zum Bunker, ne, um der Dings da Bescheid zu geben. Dann können wir eigentlich auch hier in dieses Transportding da rein. Dann geben wir das jetzt noch ab. Oh, hier geht nur schnell speichern. Ich hätte gedacht, mit den Dingern kann man auch verreißen. Schade. Oh. Das heißt, da müssen wir doch wieder diesen kompletten doofen Weg zurück. Klack, 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 klack. Einmal zum Bunker. Transport. Existieren so gesehen zwei Körper von mir. Einmal am Bunker und einmal hier jetzt auf der Oberfläche. Und ich kann so gesehen per Datenübertragung hin und her switchen durch dieses Ding da. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und das, was ihr im Hintergrund hört, eventuell, das sind meine Nachbarn.
So, da kann ich auch jetzt das Ding hier einsammeln, was auch immer das hier ist. Kleine Erweiterung erhalten. Ach, 2B, hallo. Ich habe 11 Base-Körper gefunden, zusammen mit dieser Waffe. Immer übergeben, okay. Das Kampflok ist noch intakt. Sie hat scheinbar bis zum bitteren Ende gekämpft. Ich wusste immer, dass die mutigste von uns allen ist. Vielen Dank, 2B. Aber ich glaube, du solltest sie behalten. Immerhin bist du ein Kampfmodell und ich bin nur eine Verteidigungseinheit. Ich bin sicher, FB hätte sich gefreut, wenn sie sinnvoll eingesetzt würde. Gegenstand erhalten. Du hast eine Waffe erhalten. Jura-Schwert. Da brauchen wir nicht verraten. Das ist Vergangenheit, sie ist tot. Okay. Eine Roboterbeziehung. Okay. Wie es weitergeht mit dieser Roboterbeziehung, erfahren wir im nächsten Teil. Wir sind bei fast 22 Minuten. Okay, ja. Was haben wir jetzt alles gemacht? Wir haben eigentlich jetzt nur diese Leiche gefunden und haben jetzt so gesehen ihr das Schwert übergeben. Ich meine, es war schon eine große Leistung. Da waren einige Gegner im Weg, aber die haben wir natürlich ratzeputze alle weggefegt. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Das war Nier Automata auf dem PC mit von Nöher Gameplays als Hobby. Und ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und auf meiner Seite und lasst noch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Oder vielleicht bei einem anderen Let's Play von mir. Auf Wiedersehen. Tschüss.